Herzlich willkommen zur Hand des Tages auf der Pokertrainer.com. Diesmal No Limit 200, Full Ring Tisch, die Hand ist auf Merge passiert. Fish limped under the gun, Tighter Spieler raised, Fish called, ich sitze hier mit Pocket Vierern. Es ist ein Fold vertretbar, weil man kann nicht garantieren, dass ich einen Flop sehe, weil der hier mit relativ wenig Geld, er hat nur ein bisschen mehr als 20 Big Blinds, er hat hier gelimmt und ja, man sieht so oft, dass Leute, die wenig Geld haben und under the gun limpen und hinter ihnen ein Raise und ein Call bekommen, gerne All-In pushen, weil es einfach ist. Ja, von daher, man kann hier definitiv folden, man kann hier aber auch callen in der Hoffnung, dass er hier halt auch nur callt und man den Flop sehen kann. Ich finde, das Risiko ist vertretbar und in dieser Situation callt er glücklicherweise, ich sehe einen Flop. Es geht Check, Check und Check und ich habe hier mich auch für einen Check entschieden, weil es ist kein tolles Board, ja, gegen eine Mist Conti Bet zu betten, weil viele Kombinationen haben einfach getroffen und ich kann davon ausgehen, dass auch viele Kombinationen, wenn ich anspiele, dass ich die nicht zum Folden bekomme, sondern dass die callen. Und ich habe halt einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Spieler hier mit König 10 aussteigt. Kann mir auch nicht vorstellen, okay, kann man sagen, König 10 ist ja wenigstens noch ein Flip, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er mit 6-5, 6-7, Ass-6, Pocket, naja, Pocket 5er würde ich vielleicht zum Fohlen bekommen, aber ich glaube nicht, dass ich 5-6 zum Fohlen bekomme und da sieht meine Equity dagegen relativ bescheiden aus. Von daher habe ich eigentlich schon aufgegeben, ist, finde ich, vertretbar, ja, jetzt kommt die 4. Hab natürlich gehofft, jetzt Action zu bekommen, vor allem, dass der hier am besten gleich All-In geht. Hat er aber nicht getan, stattdessen hat der relativ tight Preflop Racer gebettet. Fisch steigt aus und wäre die Hand jetzt auf PokerStars passiert, ich hätte wahrscheinlich nur gecallt und hätte am River wahrscheinlich auch nur gecallt, weil auf PokerStars tendieren einfach viele Spieler dazu, Pocket 6er, Damen oder Pocket 9er am Flop Slow zu spielen und ja, hoffen halt Action zu bekommen oder hoffen halt, ja, dass hier auch irgendjemand Vierer hat und sich stacken lässt. Auf Merge ist aber die Sache ein bisschen anders. Erstens, ich kenne die Spieler nicht so gut und zweitens, ich gehe davon aus, dass die Spieler viel schlechter sind, weil bis jetzt das mein Eindruck von den Spielern dort war. Ja, ich finde, Raisen ist definitiv nicht das Allerverkehrteste, sowohl auf PokerStars als auch auf Merge nicht. Ich will hier einen definitiven Call und mal schauen, wie es weitergeht. Ich meine, der Spieler ist sowieso außen vor, wenn der All-In geht oder nicht, ist eigentlich egal. Ja. Jetzt geht aber der ursprüngliche Tide Preflop Racer All-In. Wäre die Hand so auf PokerStars passiert, ich hätte nicht mal nachgedacht zu callen, ich hätte sofort weggeschmissen und das wäre die richtige Entscheidung gewesen. Auf Merge wird man gierig. Und auf Merge sind die Gegner halt auch nicht so gut. Und ich habe mich hier verleiden lassen zu callen. Und es ist einfach eine scheiß Entscheidung gewesen. Ich schlage eigentlich nur Kings, Aces und Ass-Dame richtig. Gegen alle anderen relevanten Karten, die ihr haben könnte, kann man davon ausgehen, dass ich zumindest 20 bis 35% Equity gegen mich habe. Und es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass er 6er, 9er oder Damen hat. Weil mit Ass-Dame kann ich mir nicht vorstellen, dass er es macht. Und Könige und Asse ach, auch nicht. Und 9-4, er ist so tight, dass er ja auch nicht mit Dame 4, 6-4 oder sonst irgendwas macht. Dafür ist er zu tight. Von daher, ich finde es unabhängig, ob es auf PokerStars oder auf Merge passiert wäre, ich finde es ja gegen diesen Typ Spieler einen furchtbar schlechten Call.
Weil ich habe erst 44 Dollar und 9 Dollar Preflops und 53 Dollar investiert. Kein Grund, irgendwas zu machen. Ich bin nicht committed. Warum nicht warten auf bessere Situationen? Ja, und ich habe hier Port Odds von 1,9 zu 1. Das ist einfach schlecht. Einfach folden, warten, bis die nächste Situation kommt. Aber wahrscheinlich war ich im Brand oder im, keine Ahnung, im Gewinnbrand. Man weiß es nicht. Und ich war gierig, habe gecallt und Überraschung, Überraschung, was hat er gehabt? Er hat natürlich die Nuts gehabt. Ich habe verloren und ja, lernt davon. Das war die Hand des Tages für heute. Bis bald, haut rein.